Eine weitere Folge Mass Effect Andromeda. Wir werden uns Daddy Horn, Daddy N7, der coole Charakter, der eigentlich jeder haben wollte als Hauptcharakter, der bessere Rider. Dieser Rider ist ja, ich meine, ich habe ihn noch. Wir haben nicht viel Zeit. Danke, danke. Ich habe ihn noch ein bisschen hingekriegt, dass er nicht wie ein Milchbub ausschaut. Wenn wir uns nah an dieser Wand halten, sind wir vielleicht vor ihnen sicher. Ich renne einfach durch wie ein Psychopath. Hier sind Leichen. Und diese Kerle sind nicht durch Blitze gestorben. Brandmunition. Mein Vater war offenbar fleißig. Hier kommen wir nicht weiter. Sie ist verschlossen. Ja, ja, I know. Diese Stangen waren eine ziemlich clevere Idee. Nur so kann man hier überleben. Und indem man auf alles schießt, was sich bewegt. Da waren wir schon. Das wissen wir. A10. Sir. Kopf runter. Besucher wie wir. Ich denke nicht, dass dies ihr Heimatplanet ist. Ja, da war ein verlassenes Labor. Sie haben diesen Ort offenbar erforscht. Gut, du hast tatsächlich was erkundet. Danke, es schien mir wichtig zu sein. War es auch. Vertrau auf dein Bauchgefühl. Tja, jetzt sagt es mir, dass wir in Schwierigkeiten stecken. Sir, Sie sagten, Sie hätten eine Idee wegen des Wetters. Die Energiewolke, die die Hyperion gerammt hat, beeinflusst den ganzen Planeten und stört das dort. Der Turm hängt in einer Feedback-Schleife mit der Wolke. Gemeinsam stören sie das gesamte Klima mit ungelenkter Energie. Das passt zu einer Höhle, die wir entdeckt haben. Die Pflanzenwelt darin war vor dem Sturm geschützt. Klingt logisch. Und ich denke, wenn wir da reinkommen und den Turm abschalten können... Verschwinden die Blitze. Und wir kommen mit dem Shuttle hier weg, theoretisch. Wir müssen nur an denen vorbei. Wir bauen auf eine Technologie, die wir kaum verstehen. Was, wenn wir uns irren? Die Alternative ist mit 85%iger Wahrscheinlichkeit der Tod durch Blitzschlag. Okay, so betrachtet. Machen Sie sich keine Illusionen. Uns erwartet ein harter Kampf. Immer noch besser als die Blitze. Ich hoffe nur, der Konflikt mit diesen Typen eskaliert nicht noch weiter. Es heißt wir oder die? Die natürlich. Leider sind wir in der Unterzahl. Da kann ich helfen. Wir ändern einfach die Zahlen. Das Schlachtfeld mehr chaotischer, verstehe. Los geht's! Ich bin direkt hinter Ihnen! Zu der Struktur vorrücken! Sam, lade Kampfprofil! Da kommen Sie! Jetzt haben wir Ihre Aufmerksamkeit! Vorsicht vor dem Blitzen! Oh, und vom Sterben! Los in das Gebäude da! Hier draußen kommen wir nicht weiter! Mist. Das läuft ja echt beschissen. Ich brauche einen Sniper für dieses Spiel. Ja, das ist keine Taste zum Waffenwechseln. Gibt es da keine schnelle? Diese Taste. Okay, verstehe. Die kommen aus allen Ecken gekrochen. Bleiben Sie zusammen. Wir dürfen nicht voneinander getrennt werden. Ups. Los, beweg dich! Ah.
Ja, komm. Ah. Tupfe zu viel. Bin kein Deckungsschutter gewohnt. Schon Quora. Dude. Bisschen Proteinschleim. Oh, geil. Klingt effektiv. Wie setze ich Brandmuni ein? Okay, ich unterdrücke da. Gehen wir's. Sam, Bioverstärker Interface. Ich bin hier. Bleiben Sie in Bewegung. Lassen Sie sich von Ihnen nicht festnageln. Ups, was ist mein Dad? Weiter so. Lang gilt die Brandmuni. Wir müssen unsere Flanken im Auge behalten. Nicht, wenn wir immer in Bewegung bleiben. Bereit? Wir gehen da rein. Wie schafft Ihr Vater das alles? Er ist wie eine Maschine. Keine Ahnung, aber es funktioniert. Das ist die N7 Armor. Was ist los mit Brandmuni? Okay, wir schaffen das. Es ist nicht mehr weit. Wo müssen wir hin? Bis ganz nach oben! Und was dann? Das wissen wir, wenn wir da sind! Sehr. Verdammt, das hat wehgetan. Oh, schaffst du den Sprung, Sam, Mann? Gib mir das Technikerprofil. Alle zu mir! Woher bekommen Sie diese Profile? Sam, hilft mir ein bisschen. Was bedeutet das? Konzentrieren Sie sich auf den Kampf. Wir sind fast da. Das sieht nach dem Kontrollzentrum aus. Halten Sie mir den Rücken frei. Sie haben ihn gehört. Wir haben es geschafft. In einem Stück. Es ist noch nicht vorbei. Ich muss durch die Tür da drüben. Mein Controller ist gerade ein bisschen weggedriftet. Bleiben. Was jetzt? Ich muss die Sprache entschlüsseln. Da kommen noch mehr! Wie sieht der Plan jetzt aus? Die haben uns gleich umzingelt. Wir müssen beide Seiten verteidigen, sonst fallen sie uns in die Flanke! Wo sollen wir uns positionieren? Ich mach mich auf den Weg. Alles klar. Achtung, ich sehe Bewegung. Wir haben sie am Shuttle zurückgeschlagen. Das schaffen wir nochmal. Viele Menschen zählen nach wie vor auf uns. Ich werde gerade erst warm. Mhm. Die meinen es ernst. Analysiere mögliche Eingaben. 25% entschlüsselt. Beeil dich. Die Zeit wird knapp. Halten Sie beide Seiten. Sie dürfen nicht durchkommen. Was ist das hier überhaupt für ein Ort? Keine Ahnung. Also... 50% entschlüsselt. Die Syntax ist ungewöhnlich komplex. Das sehe ich selbst. Versuch's mit einer Rekursivsuche. Ich brauche einen Moment, um die Struktur auszuwerten. Dann los! Uns läuft die Zeit davon! Ich glaube, den habe ich richtig verärgert. Könnte daran liegen, dass ich ihm ins Gesicht geschossen... Verdammt, Liam. Die Entschlüsselung. Ryder, gehen Sie nicht zu weit weg! Ja, wir Händchen halten. Sie ziehen sich zurück. Sie sammeln sich vielleicht für den nächsten Angriff. Bleiben Sie wachsam.
Entschlüsselung abgeschlossen. Geschafft! Es ist ein Sicherheitsoverride. Ich versuche, die Tür von hier aus zu öffnen. Oh, Leon. Ich muss mir das ansehen. Oh, Leon. Oh, du bist ausgetauscht. So schnell es geht. Leg dich richtig ins Zeug. Meinst du, wir können das Ding abschalten? Weiß ich noch nicht. Sam hat einen Teil der Sprache entschlüsselt. Mal sehen, ob es für eine Unterhaltung reicht. Eine Unterhaltung mit wem? Eher mit was? Ich denke, es ist ein System. Na komm, diese Momente sind der Lohn für unsere Mühen. Sam, starte die Übersetzung. Moment. Indexiere. Übersetzung liegt vor. Dann wollen wir doch mal sehen. Unfassbar. Es funktioniert. Geschafft. Es ist ein Hoffnungsschimmer. Oh, die N7-Rüstung schaut so cool aus. Wann bekomme ich sie? Es ist mehr als das. Es beweist, dass wir nicht verrückt waren. Wir finden uns selbst in einer neuen Galaxie zurecht. Das haben wir teilweise Sam zu verdanken. Es war lediglich eine Frage der Linguistik. Allerdings freut es mich. Der coolste Charakter schon weg. Das Implantat ist überlastet. Empfehle eine Direktverbindung. Tu es! Fertig! Willkommen. Was ist passiert? Sie waren 22 Sekunden lang klinisch tot. Wieso bin ich dann noch hier?
Hey, Sie sind wieder da. Leute, kommt zum Sam-Kern. Ryder ist wach. Mit wem reden Sie? Mit Sam? Hab ihn nicht gehört. Hey, hierhin sehen. Und hierhin? Mein Vater. Wo? Es hieß ihr Leben oder seines. Er hat sie gewählt. Schlechte Wahl. Es tut mir so leid. Ich weiß, das ist ein Schock. Ah, ich hätte lieber als Vater gespielt, als als Sohn hier. Wir standen uns nicht sonderlich nah. Eigentlich habe ich ihn kaum gekannt. Ich weiß, er konnte distanziert sein. Aber er ist so von uns gegangen, wie er es wollte. Unter Sternen, die niemand je zuvor gesehen hat. Wir sind im Sam-Kern? Sam ist jetzt ein Teil von ihnen. Auf eine Art, die wir nicht ganz verstehen. Es war eine enorme Belastung für ihr Gehirn. Sam? Ihr Vater ließ die Pathfinder-Befugnisse auf Sie übertragen. Sollte nicht Cora? Theoretisch schon. Tatsächlich aber, Sie sind der neue Pathfinder. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Wieso nicht? Ich bin überzeugt, Sie kriegen das hin. Mag sein, aber es ist gegen das Protokoll. Sind Sie wirklich damit einverstanden, Cora? Ich zweifle die Entscheidung Ihres Vaters nicht an. Diese Diskussion ist ohnehin müßig. Die Verbindung zu Sam ist tief in Ihrem Verstand verankert. Der Versuch, Sie zu trennen, könnte Sie töten. Ich weiß, es ist schwer, aber wir müssen darüber nachdenken, wie es weitergeht. Eine Menge Leute zählen auf uns. Driftet die Arche immer noch? Die Sache ist die, was auch immer Ihr Vater mit diesem Turm gemacht hat, war die Rettung. Er war eine Art Atmosphärenreiniger. Die Energiewolke hat sich gelichtet. Wir sind auf dem Weg und müssten die Nexus bald erreichen. Er braucht noch Ruhe. Ihm bleiben 2 Stunden. Wir brauchen unseren Pathfinder. Ach ja, der Zustand Ihrer Schwester ist unverändert. Aber sie schafft das schon. Sie sind Kämpfer, wie ihr Vater. Ihr Vater wird uns fehlen. Was ist das hier, Sam? Ein privater Kanal. Ich nutzte ihn mit ihrem Vater. Er hat mir nie was davon erzählt. So konnte ich ihn besser verstehen. Alec wollte nicht, dass wir unser Ziel aus den Augen verlieren. Er sagte, der Schmerz, den sein Tod verursachen würde, würde uns stärken. Thank you.
Ryder, schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen. Wir haben den Nexus erreicht. Sie dient der gesamten Andromeda-Initiative als Anlaufstelle. Die Archen der Asari, Salarianer und Turianer müssten ebenfalls dort sein. Hoffentlich hatten Sie mehr Glück. Starten unseren Landeanflug. Sie ist beinahe so groß wie die Citadel. Nexus-Kontrolle, hier Arche Hyperion. Wir bitten um Andock-Erlaubnis. Captain, ich bekomme nur Ihren automatischen Anflugkanal rein. Niemand antwortet. Wie auch immer, wir sind hier. Bringen Sie uns rein. Die Arbeiten sollten inzwischen abgeschlossen sein. Geht doch noch. Echt? Habitat 7 gescheitert. Vielleicht Krieg mit den ersten Aliens, die wir treffen, und unser Pathfinder ist tot? Das sollte der Tiefpunkt sein. Alle Anzeigen grün. Andockung eingeleitet. Das war's. Wir sind da. Viel Glück, Pathfinder. Alles okay bei Ihnen, Ryder? Der Captain hat mich gerade Pathfinder genannt. Das hier passiert wirklich. Atmen Sie einfach tief durch. Dieser Moment hätte meinem Vater gehören sollen. Aber jetzt gehört er Ihnen. Es ist Ihre Entscheidung, was Sie daraus machen. Und wo soll ich anfangen? Ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich bereit bin. Wir waren auch nicht bereit dafür, auf Habitat 7 vom Himmel zu fallen. Trotzdem haben wir es überlebt. Ja, und wir haben sogar was daraus gelernt. Man sollte immer ein Jetpack griffbereit haben. Episode vorbei. Weitere Tests werden durchgeführt. Vielleicht neue Mods runtergeladen. Peace out.